der Stadthafen Senftenberg. Vorne wird die Promenade entstehen, die schon fast fertig ist. Entweder im Mai oder August soll sie fertiggestellt werden. Also die Promenade ist das hier vorne. Und das wird dann entweder jetzt im Mai oder August fertig sein. Mal sehen. Wie gesagt, hier sieht man den Hafen auch noch mal richtig mit den Yachten und die Promenade. Also man sieht es schon, dass es ein Hafen wird. Und das soll das neue Wehralbold-Gebäude werden. Das wird bis August fertig werden. Hier ist nämlich der Bagger, der den die Erde aus dem Wasser holt. Und sieht man aber das Gebäude und die Hafenpromenade. Hier sieht man die Hafenpromenade. Genau, hier sieht man das richtig gut. Kann man mal ranholen. Die Hafenpromenade. Wenn man da bis vorne kann man ja nicht mehr hingehen. Und wie gesagt, die Hafenpromenade, wie schon erst erwähnte, soll entweder Mai oder August fertig sein. Mal schauen. Wie gesagt, der Hafen wird nächstes Jahr 2020. Die Seebrücke, die erfolgt zum Ende des Jahres. Wie gesagt, oben stand. Mal gucken. Ja, also sieht schon gut aus. Und das wird das Hafengebäude und da hinten ist das Pier 1 und dort das neue WAL-Gebäude, das ich im Erst finde. Ich sag, das ist schon ein interessantes. Also wie gesagt, das vorne sieht schon sehr gut aus. Also man sieht, dass es langsam ein Hafen wird. Hier ist die Hafenpromenade nochmal nah rangeholt. Man kann das hier richtig schön erkennen. Also man sieht, es geht voran. Heute den 17. Mai